Ja, dann darf ich euch alle recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Und heute habe ich für euch ein paar spannende Werte soweit mitgebracht. Es geht zum einen um den DAX, aber auch entsprechend um die deutsche Lufthansa und vor allem aber auch die Boeing, die wir aus charttechnischer Sicht nochmal etwas genauer untersuchen werden und vor allem aber auch aus der Newslage. Auch hier nochmal der wichtige Hinweis, wie gewohnt um 14.15 Uhr unter heavytraders.live werden wir uns nochmal ausführlich Zeit nehmen, um auf diese Einzelwerte nochmal detailliert einzugehen und vor allem aber auch entsprechend auf das dazugehörige Zertifikat, wann wir die Position öffnen werden, beziehungsweise wann wir eventuell die Werte aufnehmen werden. Dazu laden wir euch nochmal recht herzlich ein. Fangen wir am besten einfach mal an, was den Überblick der einzelnen Basiswerte betrifft. Wir haben den DAX jetzt aktuell knapp bei 10.731, der Dow Jones aktuell knapp bei 24.236, S&P 500 vorbörslich, Nasdaq 100 ebenfalls äußerst positiv, nachdem wir auch schon gestern relativ gut gelaufen sind. Der Goldpreis notiert weiterhin über der Marke knapp bei 1703 Dollar, also aktuell mehr so eine gewisse Konsolidierungsphase, aber auf relativ hohem Niveau mit der Tendenz eventuell auch hier nochmal die höheren Hochs zu generieren. Das sind immer sehr positive Anzeichen dafür. Ja, der Euro gegenüber dem Dollar notiert im Moment knapp bei 1,0845. Auch da eine gewisse Seitwärtsbewegung zu sehen. Auch da hatte zumindest mal der Kollege David euch ja diesbezüglich nochmal informiert. Da sind wir ebenfalls nochmal mit einem Zertifikat auf der Put-Seite mit dem Ziel Richtung 1,06 Dollar unterwegs. Ja, last but not least, Bitcoin aktuell knapp bei 7.680 Dollar. Lasst uns am besten auf die Charttechnik mal einen Blick werfen. Und zwar habe ich euch jetzt hier vorbereitet den aktuellen DAX-Chart. Den hatten wir auch gestern schon mal soweit gemeinsam miteinander besprochen. Es ging also hier um diese signifikante, hartnäckige Widerstandsmarke um knapp 10.580 Punkte auf der Oberseite. Ihr seht ebenfalls diese Kerzen, die hier links daneben notieren, dass wir da relativ lange seitwärts gelaufen sind und irgendwann mal mit dem gestrigen Handelsverlauf dann mit dieser grünen Kerze oben rausgebrochen sind, über 10.580, und damit letzten Endes dann auch der DAX zumindest mal aktuell auf dem jetzigen Standpunkt Richtung der Marke 10.730 notiert. Vielleicht auch nochmal hier kurz der Hinweis, jetzt erreichen uns natürlich auch sehr viele Mails, ob das jetzt der Ausbruch ist oder ob das eine technische Gegenbewegung ist. All das werden wir, wie gesagt, nochmal um 14.15 Uhr unter heavytraders.live detailliert gemeinsam miteinander besprechen, um da nochmal ausführliche Pro und Contra mit auf den Weg zu geben. Die Lufthansa werfen wir auch nochmal einen Blick mit da drauf, und dazu habe ich euch auch hier diesen Tageschart mitgebracht. Man sieht schon ganz klar, dass einige Airlines und vor allem die Luftfahrtbranche ziemlich zugebombt worden sind und damit auch ja, die Aktien teilweise ins Bodenlose runtergedrückt worden sind. Die Lufthansa selbst notiert jetzt hier im Moment knapp bei 9 Euro, konnte gestern schon allerdings fast 10% zulegen, heute ebenfalls roundabout knapp 5-6% zulegen. Und jetzt die alles entscheidende Frage, wie könnte es hier möglicherweise weitergehen? Ganz klar ist der Hinweis an dieser Stelle, dass wir die Lufthansa als sogenannten, ja, ich sag's mal aus charttechnischer Sicht, ein Turnaround-Kandidat ist, der durchaus natürlich noch sehr, sehr viel Potenzial mit sich mitbringt. Und unserer Meinung nach die deutsche Lufthansa natürlich nicht in die Insolvenz gehen wird. Wir haben es ja auch heute schon gesehen, dass die deutsche Regierung oder die Bundesregierung hier ein Rettungspaket geschnürt hat von sage und schreibe fast 9 Milliarden Dollar, um auch hier nicht zu sagen, dass natürlich ganz große Airlines bzw. auch Flugzeugbauer fast too big sind, um zu fallen, also too big to fail. Wir werfen einen Blick nochmal auf die Boeing-Aktie. Das ist natürlich ebenfalls auch für uns sehr wichtig und vor allem auch bedeutsam. Die Boeing-Aktie ist schon aus mehreren Gesichtszügen bzw. aus unterschiedlichen Sichtweisen für uns ebenfalls sehr interessant. Zum einen aus der charttechnischen Sicht, dass wir hier im Moment knapp bei 120 Dollar soweit notieren, aber auch Boeing ganz klar ein absolutes Schwergewicht ist im Dow Jones und vor allem aber auch als mit unter anderem einer der größten Arbeitgeber weltweit, natürlich also einer der größten, nicht der größte, und damit einfach wirklich too big to fail ist. Und wenn man sich mal alleine überlegt, dass Boeing als Flugzeugbauer einen ganz großen, ich sag mal, Wirtschaftszweig in Amerika mit abdeckt und vor allem aber auch sehr viele
beschäftigt und auch was die ganze Zulieferkette betrifft, da am Rattenschwanz mit da dran hängt. Und last but not least sehen wir, dass natürlich Boeing oder wissen wir auch, dass Boeing ebenfalls als Rüstungsbauer, wenn man so möchte, für die Flugzeuge, Helikopter etc. pp. Einfach zu groß ist und vor allem zu wichtig ist, um diesen Wert praktisch fallen zu lassen. Und deswegen für uns aus charttechnischer Sicht ebenfalls im Moment sehr interessant. Das war es jetzt erstmal aus der charttechnischen Sicht. Deswegen werden wir heute nochmal ganz besonders auf einige Aktien nochmal tiefgründiger eingehen. Also zum einen wollen wir uns die Lufthansa anschauen. Da haben wir auch an dieser Stelle den Hinweis schon bereits bei uns ins Depot aufgenommen. Wir haben im Gespräch auf jeden Fall die TUI, die eine sogenannte Turnaround-Aktie auch unserer Seite ist, soweit aufgenommen worden ist. Wir haben die Boeing-Aktie, die ebenfalls sehr, sehr interessant ist. Und den DAX selbst, da haben wir ja auch noch eine Position auf, allerdings einen Put, der aber auch gleichzeitig als sogenannte Absicherung dient. Ob wir den schon auflösen oder nicht auflösen, beziehungsweise eventuell schauen, was wir damit genau machen, das erfahrt ihr um 14.15 Uhr unter heavytraders.live. Wir freuen uns auf euch, schaltet auf jeden Fall rein. Und hier sehen wir noch mal kurz eingeblendet die Wertpapierkennnummer, auch das ist ganz, ganz wichtig. Ist die WKN Martha Cäsar 7 Gustav Vogel VN. Und hier haben wir einen Hebel von 2 soweit rausgesucht von Morgan und Stanley. Und der aktuelle Briefkurs liegt im Moment knapp bei 5,90 Euro. Und den werden wir, wie gesagt, heute in der Sendung um 14.15 Uhr gemeinsam besprechen. Also reinschalten, live dabei sein. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.